Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zu einer weiteren Episode von Suwarow TV und unseres geopolitischen Wochenrückblicks. Heute haben wir einen besonderen Gast, nämlich Dr. Herbert Fritz. Lieber Herbert, schön, dass du gekommen bist. Sehr gern. Herbert Fritz war jetzt 2,5 Wochen lang für das Suwarow-Institut im Donbass und hat dort als ehemaliger Lehrer, also als Lehrer außer Dienst, dort dann Universitätsstudenten und Schülern die deutsche Sprache näher gebracht. Da darf ich dich gleich fragen, was hat dich eigentlich dazu motiviert, als Sprachlehrer in den Donbass zu gehen und wie war es das für dich? Ja, mir geht es grundsätzlich darum, Menschen, die unterdrückt sind, zu helfen. Und vor allem, wenn die Sprache unterdrückt wird, ist das ein ganz übles Zeichen. Das ist dann der Verlust ihrer seelischen, geistigen Heimat. Und wir haben das auf verschiedenen Ebenen schon erlebt und ich habe versucht, auf mehreren Ebenen da schon zu helfen und bin da gern runtergefallen und habe es also wirklich nicht bereut. Mhm. Du hast ja dort viele verschiedene Menschen kennengelernt, eben einerseits Leute aus dem Universitätslehrkörper, aber eben auch Schüler und Studenten. Was war da dein Eindruck von den Leuten? Sind das gebrochene Menschen, die eben mehr oder weniger nur noch mehr auf den hoffentlich baldigen Frieden hoffen, oder waren das Kämpfer natürlich? Gut, auf den Frieden hoffen alle, das ist einmal richtig, ja. Aber von gebrochen kann keine Rede sein. Die Leute sind doch optimistisch. Die Leute sind nicht so misselsüchtig wie bei uns. Mhm. Die sind offener. Das ist, ich werde erinnert an die Zeit vor 50 Jahren. Oder vor noch länger, als ich sowohl Schüler war als auch unterrichtet habe die ersten Jahre, das waren auch gesunde, junge Menschen, die bei uns waren, vor allem unsere Menschen. Nicht? Wenn man heute in die Ukraine oder in dieses Gebiet, in Donbass fährt, ist man in Europa. Mhm. Wenn man zurückkommt, ist man wieder am Balkan. Nein, von der Optik her, das ist gar keine Frage. Ich verstehe. Du warst ja selber Aktivist im Südtiroler Freiheitskampf. Jetzt hast du ein Gebiet besucht, das auch gerade um seine Freiheit kämpft. Siehst du da Parallelen zwischen dem Kampf in Südtirol in den 50er Jahren und dem 60er Jahren und dem, was eben jetzt im Donbass passiert? Das ist selbstverständlich. Es ist einfach, Südtirol ist natürlich ein Schlüsselerlebnis. Ich meine, ich habe immer so ähnlich gedacht, aber das war natürlich prägend. Selbstbestimmung der Völker, die Sprache wurde ja damals auch ziemlich unterdrückt. Es wurde unterwandert. Süditaliener sind nach Südtirol gekommen. Das war so höchste Zeit, dass damals was passiert in den 60er Jahren. Ich habe das bei den Kurden, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, die auch einen Kampf um ihr Überleben führt. Ich habe das bei den Palästinensern, über diese beiden Probleme, habe ich ja Bücher geschrieben und im Donbass ist es ähnlich. Ich bin deswegen kein Feind der Ukrainer, Gott bewahre, die haben auch einiges mitgemacht und manche Ressentiments kann man verstehen, aber grundsätzlich ist es so, dass heute die NATO so einen starken Einfluss hat und die ja, wie wir wissen, nach den Worten des ersten Generalsekretärs Lord Ismay die Aufgabe hatte, die Russen draußen zu halten, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten. Mhm. Und jetzt, wo der Kommunismus zusammengebrochen ist, dann war schon mal, jetzt drängen sie nach Osten, werden immer näher, kommen an die Gurgel von Putin, wenn ich das so sagen darf. Und daher ist es völlig klar, dass ich die Politik der Ukraine, wie sie jetzt ablehne, und dass ich diesen Menschen, was irgendwie helfe. Es ist nicht viel, was man tun kann, aber es ist eine Solidaritätsbezeugung, die man dadurch machen kann. Ne? Genau. Die deutsche Sprache in Russland, da denkt man natürlich, ja, das ist ja komplett weit weg und das hat ja das eine mit dem anderen nichts zu tun. Aber du hast ja die Menschen dort kennengelernt. Was bewegt dir eigentlich an Deutsch zu lernen, beziehungsweise? Ja, es ist, gut, ich sehe etwas sicher viel. Die Schule 30, Nummer 30, das ist eine nummerierte Schule. Die haben also Deutsch als zweite Fremdsprache, aber bitte die Lehrkräfte dort exzellent. Die Dame, die Kollegin, oder wie man sie jetzt bezeichnet, der ich zugeteilt war, nicht nur eine reizende Person, die hat das ja wirklich präzise unterrichtet, was man bei uns auch nicht mehr in dieser Form findet wahrscheinlich, diszipliniert, was also für mich als Evolien-Lehrer traumhaft ist, wenn da ein bisschen geredet wird und das pssst, und die sind ruhig, das ist fast unfassbar für unsere Kinder. Unvorstellbar, das ist aber nicht so. Und die war, obwohl sie noch nie in einem deutschen Land war, weder Österreich noch Deutschland oder auch die Schweiz, spricht die ein fehlerfreies Deutsch. Die Akzente sind vielleicht ein bisschen anders, das ist schon richtig, nicht? Da könnte sie noch, sie war noch nicht da. Nicht? Aber das war wirklich beeindruckend. Und auf der Universität bitte auch, großartig,
der junge Mensch in Deutschland, ist ja nicht, was ich befinde, das ist schon richtig. Ne? Mhm. Aber immerhin. Ne? Ja, und im Donetsk habe ich auch auf der Universität einen Vortrag gehalten. Ne? Deutsche oder Russen, Freunde oder Feinde. Was ist dein Fazit? Feinde oder Freunde? Naja, da brauchen wir nicht reden. Ne? Ich meine, für mich ist das der natürliche Verbündete, die Russen. Auch sogar in der Mentalität stehen wir uns ja nicht so fern, wie es heißt. Ne? Mhm. Es hat auf beiden Seiten schreckliche Dinge gegeben. Mhm. Da braucht man nichts verheimlichen, gar keine Frage. Aber die Zeit ist vorbei und es hat viel länger friedliche und freundschaftliche Perioden gegeben. Und solange Deutsche und Russen in Freundschaft verbunden waren, ist Europa gut gegangen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja, lieber Herbert, vielen Dank für das Interview. Ja. Hat mich sehr gefreut, dass du heute gekommen bist. Ja. Sehr geehrte Zuseher, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat und Sie auch weiter andere Einblicke abseits vom Mainstream, nicht nur nach Osteuropa, sondern auch nach Eurasien haben wollen, dann bitte markieren Sie dieses Video mit einem Gefällt mir und vor allem verbreiten Sie es auch bei Freunden und Verwandten. Denn wir haben keine mächtige Lobby im Hintergrund, die uns unterstützt. Wir sind auf uns alleine gestellt, aber eben auch vor allem abhängig von der Unterstützung unserer Zuseher. Deswegen bitte verbreiten Sie dieses Video bei Freunden und Verwandten, damit eben die Zensurversuche von Facebook und YouTube keine Früchte tragen. In dem Sinn bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen und verabschiede Sie bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen zu einer neuen Folge von Suvarov TV im Rahmen unseres geopolitischen Wochenblicks. Vielen Dank.